Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute meine Monatsfavoriten für euch. Das letzte Favoritenvideo ist schon 2-3 Monate her und es hat sich jetzt auf jeden Fall wieder was angesammelt, was ich euch zeigen möchte. In diesem Video habe ich übrigens auch noch eine super tolle Überraschung für euch, die ich euch am Ende des Videos verraten werde. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange jetzt auch schon an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich fange an mit zwei Haarprodukten und zwar einmal von Kérastase, dieses Sprayöl, was man in die Längen und Spitzen tun kann. Und zwar ist es für trockene Spitzen gedacht, die halt noch eine extra Pflege nach dem Duschen oder zum Stylen benötigen. Das ist nicht zum Ausspülen, das ist nur eine Pflege nach dem, also fürs trockene Haar. Oder ihr könnt es auch nach dem Waschen drauf tun, aber ich mache das halt immer zum Style. Nach dem Waschen könnt ihr eher ein flüssiges Öl sozusagen nehmen und nicht eins, was mit Wasser verbunden ist und hier zum Draufspülen. Das ist also nicht so konzentriert wie ein normales Öl und halt nur zum Draufspülen für eine schnelle Pflege und Styling für das Haar. Das benutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Ist übrigens meine zweite Flasche und die neigt sich leider auch dem Ende zu. Dann habe ich noch ein Produkt und zwar sind das zum Beispiel hier meine Naturlocken und ich habe einfach nur diesen Schaum hier reingetan von L'Oréal Paris, das Elnet Mousse. Und da steht, das ist mit Volumen und extra starker Halt. Für mich ist es wirklich perfekt, weil ich, wie gesagt, meine Naturlocken, meine Naturhaare so eigentlich an sich nach dem Duschen damit nicht rausgehen kann. Ich muss auf jeden Fall was drauf tun, in die Haare reintun, sonst sind sie viel zu strohig und schauen total ungepflegt aus. Also deswegen ist das hier perfekt für mich und für den Sommer jetzt, wenn es warm ist, mag ich nicht meine Haare noch irgendwie 2 Stunden lang stylen und wenn ich hier mit dem Glätteisen durchgehe, ne, von der Luftfeuchtigkeit sind sie dann eh wieder lockig. Deswegen tue ich einfach nur einen Schaum rein und dann habe ich auch hier meine Locken. Und genau, das waren auf jeden Fall meine zwei Haarprodukte, die ich in diesen Monaten super, super gerne verwendet habe und auf jeden Fall noch weiter verwenden werde. Von der Haarpflege komme ich jetzt zur Gesichtspflege. Da habe ich zwei Gesichtsöle, die ich euch vorstellen möchte. Eins ist von The Body Shop und eins ist von La Mer. Das von The Body Shop hatte ich euch ja in meinem Follow Me Around gezeigt, wo die Body Shop Eröffnung in Berlin war. Das habe ich mir auf jeden Fall ausgesucht. Und damals hatte ich es natürlich noch nicht verwendet gehabt, das hatte ich noch ganz neu. Ich habe es mittlerweile ausgetestet und finde, dass es wirklich ein tolles Öl ist, habe ich sehr gerne benutzt. Allerdings hat mich dieser Zitrusduft sehr gestört, weil ich dieses Öl immer vor dem Schlafengehen auf mein Gesicht aufgetragen habe. Und das hatte ich immer so in der Nase, es hat mich irgendwie gestört. Aber an sich ist es wirklich ein tolles Produkt und es macht seine Arbeit. Aber lieber habe ich das La Mer Gesichtsöl verwendet, einfach weil der Duft ein bisschen neutraler ist und mich nicht so gestört hat. Aber beide sind wirklich tolle Gesichtsöle, tolle Produkte. Das von The Body Shop ist ein bisschen günstiger als das von La Mer, also da könnt ihr dann am Ende gucken, ja, was euch mehr anspricht. Aber ich finde, Gesichtsöle sind wirklich eine coole Sache, vor allem vom Schlafengehen. Das zieht schön in die Haut ein und man hat so einen leichten Glow morgens. Man kann es übrigens auch ein ganz, ganz klein wenig mit der Foundation vermischen, dann hat man auch einen schönen Glow. Vor allem im Sommer finde ich es ganz schön, aber ja. Auf jeden Fall die zwei Gesichtsöle top. Ja, als nächstes habe ich nochmal zwei Pflegeprodukte fürs Gesicht. In diesem Video habe ich wirklich mehr Pflegeprodukte wie sonst drin. Aber hey, ich habe in letzter Zeit anscheinend mehr Wert auf die Pflege gelegt als wie auf Make-up. Deswegen geht es jetzt weiter mit zwei Gesichtsprodukten. Ich fange an mit der Lancôme Pflege. Die nennt sich Energie de Vie. Und das ist ein Booster, das heißt, es ist wie ein Serum, super leicht und sehr, sehr, sehr erfrischend, deswegen auch grün, die Flasche. Und das trage ich immer vor meinem Make-up auf. Das zieht so schnell in die Haut ein und ist dazu super erfrischend. Ich finde, dass es sehr, sehr cool ist
für den Sommer, dieses Produkt. Und ich werde es bestimmt sehr bald aufbrauchen, weil ich finde, man hat einfach so ein frisches Gesicht. Natürlich erstmal, ne, waschen, dann das Serum drauf und oder der Booster und dann mit Make-up. Und die Haut ist nicht so trocken. Also ich tue auf jeden Fall ein Produkt vor meinem Make-up auf, einfach damit meine Haut vorbereitet ist und ja, es dann irgendwie sich frischer anfühlt. Dann habe ich aber auch eine coole Alternative, und zwar ist es eine wirklich super, super leichte Creme von Olas. Da habe ich auch eine Review auf meinem Blog gepostet, verlinke ich euch sehr gerne in der Infobox, wenn ihr möchtet, oder hier oben. Da könnt ihr euch nochmal alles durchlesen, die habe ich dann ausgiebig getestet und dazu eine Review geschrieben. Die Creme ist auch super leicht. Und die trägt man vor dem Make-up auf, hat noch ein SPF von 15 drinnen. Und das ist gleichzeitig auch eine Anti-Aging-Pflege. Also zwei Produkte in einem sozusagen. Und die ist auch wirklich super leicht, zieht super schnell ein, dass man dann auch gleich mit dem Make-up weitermachen kann. Und ja, beide benutze ich super, super gerne. Die mehr für den Sommer oder wärmere Tage, wenn ich einfach so eine Erfrischung brauche oder wenn ich so ein kaltes Serum auf dem Gesicht haben möchte. Ansonsten benutze ich beide wirklich super gerne und kann sie euch auch empfehlen. Als nächstes mache ich weiter mit einer Strobing Cream von MAC. Die schaut so aus und das ist eine Highlighter-Creme, kann man so sagen. Die mische ich sehr, sehr gerne mit meiner Foundation. Nehme mir einen ganz, ganz kleinen Tropfen und vermische sie, wie gesagt, mit meiner Foundation und trage sie dann auf. Dann habe ich einen wunderschönen, leichten Glow. Das könnt ihr natürlich dosieren, wie ihr möchtet, aber ich rate euch, ein bisschen zu nehmen und nicht sehr viel oder mit wenig anzufangen. Was ihr aber auch noch machen könnt, ist, die Creme auf den Stellen aufzutragen, vor Make-up, die ihr gehighlightet möchtet, oder nach dem Make-up, also wenn ihr euer Make-up schon aufgetragen habt, dann die Creme. Damit könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt und euch austoben. Das habe ich auch gemacht und ihr habt wirklich einen super schönen leichten Glow und ja, wie gesagt, für den Sommer, Glow ist immer super und das benutze ich sehr, sehr gerne. Also die Highlighter-Freaks unter euch müssen sich unbedingt dieses Produkt anschauen. Ich habe es auch lieben gelernt und möchte es seitdem nicht mehr missen. So, weiter geht's mit den Augenbrauen. Wenn ihr meine Tutorials seht, wisst ihr, dass ich ganz am Anfang, bevor ich meine Augenbrauen auffülle, sehr, sehr viele Lücken habe und deswegen leider jeden Tag meine Augenbrauen auffüllen muss. Und dafür benutze ich super gerne zwei Produkte. Einmal von Armani diesen Eye & Brow Maestro, das ist so eine Pomade. Und einmal von Inglot, ist auch eine Pomade. Beide sind in so dunkelbraun, braun. Das sind, wie gesagt, Pomaden, die man dann mit so einem Pinsel aufträgt. Das ist so ein abgeschrägter von Sigma, den E65. So ein kleiner Pinsel, der eignet sich wirklich super gut, die Pomade aufzutragen. Wenn ihr eine neue Augenbrauenroutine von mir haben möchtet, dann schreibt es mir unten gerne in die Kommentare, dann drehe ich eine neue für euch ab. Die letzte von mir ist, glaube ich, 1-2 Jahre her und da hat sich auf jeden Fall was verändert, schon alleine von den Produkten her. Wenn ich die Pomade aufgetragen habe, gehe ich nochmal sehr gerne schnell mit einem Puder drüber, einfach damit ich das damit gesettet habe und damit die Pomade noch länger hält. Und dann nochmal ein Augenbrauengel drüber. Nur so, damit ihr ungefähr wisst, wie ich meine Augenbrauen auffülle. Aber wenn ihr, wie gesagt, eine neue Routine von mir haben möchtet, ein extra Video zu meinen Augenbrauen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich drehe es für euch ab. So, jetzt komme ich zu meiner Verlosung an euch. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Es sind nämlich Produkte, die mir wirklich so gut gefallen. Ich stehe da wirklich vollkommen dahinter und benutze jeden Tag. Ich habe mir die zu Eva Pinsel wirklich noch immer damals selber gekauft. Also bevor ich gebloggt habe. Und als Blogger bekommt man sie dann halt zugeschickt, einfach aus Pressegründen und ich habe letztens dieses Set bekommen, das habe ich euch ja auch auf Instagram vorgestellt, das ist ein rosé-goldenes Set mit allen Pinseln, die man überhaupt braucht, also da ist ein Highlighter-Pinsel dabei, einer zum Konturieren, der wirklich mega ist, dann hier für Puder,
ein Blenderpinsel, hier so ein abgeschränkter für einen Eyeliner, dann ein Shaderpinsel für das Lid und ein Make-up-Pinsel. Also da gibt es noch so einen Concealer-Pinsel. Alles Mögliche. Und das kommt in dieser schicken Tasche hier, die man als Kosmetiktasche benutzen kann. Und dann noch eine coole Palette. Und zwar nennt die sich Rose Golden Blush Palette. Die schaut so aus. Da ist sogar so eine Konturfarbe mit drin, ein Highlighter und ein Blush. Also wirklich super schön und super süß von der Verpackung auch her. Ich habe dieses Set, wie gesagt, vor ein paar Wochen oder Monate zugeschickt bekommen und dachte mir, das möchte ich auf jeden Fall gerne verlosen an euch. Also die sind auch nicht benutzt. Ich habe noch eine nagelneue Verpackung, wie gesagt, nur für euch. Und das würde ich sehr, sehr gerne als Dankeschön an euch verlosen. Und was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent meines Kanals sein, mir auf Instagram folgen und auf Facebook. Auf Instagram werde ich jetzt gleich ein Bild posten, wenn das Video online geht. Darunter kommentiert ihr einfach, dass ihr mitmachen wollt und unter diesem Video auch. Und in einer Woche gebe ich die Gewinnerin hier unten in der Infobox bekannt und auf Instagram. Also schaut auf jeden Fall in einer Woche vorbei, macht zahlreich mit. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass ihr euch über dieses Gewinnspiel freut. Wie gesagt, es sind einer meiner Lieblingspinsel, die Zoeva-Pinsel. Und von daher glaube ich, dass die jeder unbedingt mal probieren muss. Und eine von euch hat die Chance. Und ja, macht auf jeden Fall zahlreich mit. Und ich würde mal sagen, das war es dann auch schon von mir und diesem Video. Ich hoffe, da waren auch ein paar tolle Produkte für euch dabei, die interessant waren. Und dass ihr auch das nächste Mal natürlich einschalten werdet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag oder Mittag. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!